Ich überlege gerade, ob es nicht Sinn macht, dass wir uns zurückziehen und sie mit Fernkampfwaffen traktieren. Denn sie wirft uns ja immer wieder die Waffen aus der Hand und das scheint mir doch nicht so produktiv zu sein. Na, komm her. Was ist los? Hat sie Angst? Oh, anscheinend nicht. Oh. Und sie kann uns sogar, auf die Distanz. Oh mein Gott, die ist ziemlich stark. Ich habe sie unterschätzt, Scotia. Sie ist zu stark für uns. Beselbecher, hilf uns. Oder vielleicht auch ein Ass. Oder vielleicht ein Bannon. Wer überlebt denn jetzt hier gleich am ehesten? Ja, so. Getroffen haben wir sie. Hat jeder seine Waffen in der Hand? Ja. Okay, wir müssen uns nur. Wir müssen nur darauf hoffen, dass sie keine. Ja, das macht. Ja. Wie kann sie uns so nerven? Das ist ja schrecklich. So, was haben wir sonst noch? Den Ebenholzstab. Okay, Zeit für den Ebenholzstab. Mücken. Mücken werden Scotia vertreiben. Akata ist tot oder ist... Zauberstab des Todes. Ah, sie fliegt weg. Ah, gerade bevor der Sensenmann sie erwischt hat. Aber, hui. Das war unser Vorgeschmack auf den Kampf mit Scotia. Und was soll ich sagen? Katastrophe sondergleichen. Ja. Da müssen wir noch einiges dazu lernen, bevor wir uns wirklich mit ihr messen können. Würde ich sagen. Haben wir alle Gegenstände wieder? Kommt fast so vor, als hätten wir was vergessen. Ah, hier. Das ist Erlösung. Gut, rasten wir. Das können wir ja wohl. Riesenorks sind ja wohl nicht da. Uiuiui. Ja, das war ein bisschen heftigerer Kampf, als ich vermutet hatte, tatsächlich. Ich dachte, hey, das ist bloß eine olle Hexe und die ist als Echse verkleidet. Das größte Problem an ihr ist schlicht und ergreifend, dass sie diesen Angriff macht. The stump has been picked clean. Diesen, der uns die Waffen aus der Hand schlägt. Und das ist natürlich wenig günstig. So, aber was ist mit Dawn passiert? Die kann doch jetzt nicht etwa tot sein, oder? Ich meine, sie kann schon, aber ich hoffe nicht. Denn es ist Dawn. Und Dawn ist wichtig. Für alles. You, Dawn, will be the first to gravel at my feet. Hatte Scotia ja noch gesagt. Bevor Dawn sie vertrieben hat von King Richards Seite. Just als Scotia ihren Giftzauber da gesprochen hatte. Also, Obacht. So, wir gehen durch den Sumpf. Wir können auch durch die Urbish Mines gehen. Ich glaube, das wäre schneller gewesen jetzt. Ja. Das mag wohl sein. Oh, und das hier war selten dämlich. So dämlich, dass ich absolut keine Entschuldigung dafür habe. Oh mein Gott. Okay, dann gehen wir jetzt gleich durch die Urbish Mines. Das war wohl der Hinweis. Geht nicht mehr durch den Sumpf, Leute. Und vor allen Dingen, vergesst nicht, dass man da ordentlich ertrinken kann. Gut, kann ich mich irgendwie... Vielleicht hilft einfrieren, ja? Alas, you arrived too late. Ja. They have killed my driver. We have the elixir. We only need two more keys, and we can save King Richard. Bei jedem Schritt. I'll get Nathaniel's key, and then... Normalerweise speichere ich bei mir im Schritt, aber hier nicht. While you rested, we will get Nathaniel and Jaren's keys ourselves and save you the trouble. So. Fools, enough of your insolence. I want that key. I want that key now. Ich drück schon mal die ganzen Kampf-Buttons. Und, ja, mal sehen, wie stark das Ding ist.
Anscheinend nicht so stark. Und doch, beim ersten Mal glaube ich schon. Oder jetzt beim zweiten Mal, das ist jetzt nicht ganz erklärt. Ist sie abgehauen. Ja. Also, dafür ist der Todesstab, Zauberstab des Todes, natürlich. Sehr, sehr praktisch. Ja, und die Erfahrungspunkte, ich glaube nicht, dass ich wirklich viel bekommen hätte dafür. Für sie. Zur echten Dawn. Also von daher, opfer ich gerne hier meine Ladung vom Zauberstab. Die, wenn man dem Handbuch Glauben schenken darf, tatsächlich sogar schwächer wird. Oder schwächer werden. Das erste Mal spricht das noch in Stufe 4 Zauber, dann 3, 2, 1 und dann, ich glaube, dann ist es leer. So, okay, wir sind wieder auf dem Weg zum Sumpf. Aber da will ich hier gar nicht hin. Oh. Der Bakata trifft, sehr gut. Wir müssen hin. Geschwind. Zurück in die Minen. Hier gibt es wenigstens keine Löcher, in die wir reinfallen oder trinken können. Das muss man dieser Mine hier zugutehalten. Und man kommt sehr schnell durch, also wesentlich schneller als durch den Sumpf. Also von daher war es natürlich nur wieder die Macht der Gewohnheit oder vielleicht auch die unterschwellige Gier. Ah, diese Musik nochmal wieder zu hören, das ist ein wunderschönes Abschiedsgeschenk, kann man fast schon sagen, denn wir werden diese Bereiche jetzt langsam verlassen und die Pentrocks hauen wir jetzt auch schon so weg. Die sind nicht mehr eine Gefahr, unsere gewitterten Freunde. Oh, wir haben sogar mal was mit dem Donnerhammer gehauen. Hat zwar keinen Donner gemacht, aber hey, es funktioniert. Das Ding ist nicht ganz kaputt. Ja, nochmal. Dann steigt Paulson dann mal auf. Ja, die sind alle ein bisschen niederlevelig. Das dauert alles noch ein bisschen, bis die aufsteigen. Ist da jemand? Ich dachte, ich hätte was gehört. Hier ist eine Geheimwand. Und dann sind wir schon bei Dawn, beziehungsweise dem Wagen. Mal sehen, was hier los ist. Ah. Oh nein! Drück! Where's Dawn? Dawn! Er ist schon zweimal gestorben. Where's Dawn? Und dann wacht er noch einmal kurz auf und Dawn. Man wird es nie erfahren. Come now, he appears to have passed away. Let him rest in peace. Ja. Und Bakata ist wieder derjenige, der sagt, ich begrabe hier keine Menschen. Oder Timothys oder was auch immer. Auch Drück wird nicht begraben. Lass sie einfach da liegen und vergammeln. Bakata ist der... Zumindest ist er konsequent und konsistent in seiner Ansicht, dass man die Leute einfach nur so liegen lassen sollte. Ja. Vielleicht ist das bei den Tom Gogs so, dass die ihre Toten alle einfach nur auf der Straße rumliegen lassen. Too bad. We could have used his wagon. Hey, schade, wir könnten seinen Wagen gebrauchen. Ja, dann nehmt ihn noch mit. Was hält euch auf? Ah, ihr habt kein Pferd. Too bad. We could have used his wagon. Come now. He appears to have passed away. Let him rest in peace. Ja, too bad. Weg. We could have used his wagon. Scotia hat sie sich tatsächlich besorgt. Hat ihre Rache wohl bekommen. You, Dawn, will be the first to grab a lot of my feet, empty. Hat sie aber dann wahrscheinlich gesagt. Und sie hat ihren Spruch empty. Wahrgemacht. Dawn ist von Scotia entführt worden. Nun liegt alles auf, Conrad, Paulson und Bakata. Und Jaren. Und, wen noch? Haben wir noch jemanden vergessen? Nathaniel, falls der mal irgendwann wieder auftauchen sollte. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Oh, hallo. Hey Orks, ihr Verdammten! Rache für Timothy. Oh. Wenn ich den Weg finde. Zu euch. Komm schon, super Hammer. Ah. Treffen, Paulson, treffen. Oh Mann, er trifft gar nichts. Bakata wird verprügelt. Jetzt trifft er aber, macht keinen Schaden. So. Mann, das hat aber lange gedauert hier.
wieder in die Minen. Denn wir sind gerne in den Minen. Oder? Nö. Wir schlagen das Lager auf und legen uns zur Ruhe. Jetzt geht's wieder durch den oberen Opinwald und zurück nach Yuval, denn, ja, wir müssen Jaren davon unterrichten, von der neuen Entwicklung, der neuen Situation hier vor Ort. Ah, ihr Wespen, heute mal nicht. Ich glaube, man könnte gut ein Level aufsteigen hier. Aber wir müssen erst noch was anderes erledigen. Etwas, von dem ich weiß, dass es kommt. Denn ihr erinnert euch ja noch an die tapferen Leute von Wyvil, die gesagt haben, alles ist sicher. Unsere Mauern sind unüberwindbar. Jetzt stellt sich allerdings heraus, dass das nicht unbedingt stimmt. Es ist nicht ganz gelogen, aber es ist auch nicht ganz wahr. Noch sieht ja alles gut aus. Und da ist ja Wyvil. Gehen wir hinein. Aber nicht, dass es irgendwelche neuen Dialogoptionen gibt, oder? Victor, immer noch dabei. Was haben wir erfertigt? Eine Superwaffe. There is something you need. Ehrlich gesagt, nicht. Durch Trennung. Durch Trennung war nicht so gut wie Witwe. Ja, verkaufe ich 150 Krieg dafür. Right. You go now. Ja, ich gehe jetzt. Tschüss. Okay. Okay, auf zu Jaren. Nur schnell, nicht keine Zeit verlieren, nicht. Die Ölwerfer sind zurück. Wir schleudern mit Öl. Und schämen uns dessen nicht. Das war zu weit. Hier war's. Ja, hier ist der... Jaren! Wir müssen dich informieren über die Entwicklung im Land. In the Lands of Lore. I have no time for your driveling. The nee. Dark Armory is upon us. To Was? Arms. To arms? Oh, Jaren, haut mal auf den Tisch. The city militia has fallen. Was? You must defend Wyvil. Kommst du mit? Jaren, los. Ja, hilf uns. Oh. Ja, jetzt beginnt nämlich der Kampf um Wyvil. Und überall in der Stadt sind jetzt hier Orks aufgetaucht. Riesenorks. Und ja, das Beste wäre, wenn wir uns irgendwo versuchen hinzustellen, wo wir uns auch wieder, wo wir es gut verteidigen können einerseits, nur von einer Seite angegriffen werden können, das ist also schlecht, und uns zurückziehen können gleichzeitig. Das da sieht also machbar aus, meines Erachtens. Aber das, da könnten, wenn da Gegner sind, dann werden wir auch wieder von zwei Seiten attackiert. Das hier ist die richtige Ecke, glaube ich. Da müssen wir hin. Das sieht gut aus. Ich hoffe, wir kommen dahin. Ach, sieht alles friedlich aus, ich weiß, aber das, der Schein trügt. So, jetzt müssen wir nur warten. Im Grunde geht es darum, dass wir einen ganzen Haufen Kampf, einen ganzen Haufen Gegner besiegen müssen. Bis dann irgendwie die Stadtglocke ertönt und dann ist der Kampf vorbei. Dann ist die Belagerung vorbei. Und da sind sie auch schon. Okay, das sind die Kämpfer der Dark Army. Die auch als Geister tatsächlich wieder auftauchen können, als Geisterkrieger. Oh, das geht ganz gut. Die erste Welle ist noch leicht zu schaffen, würde ich sagen. Na, wo seid ihr?
man einen klassischen Verteidigungskampf hier. Es gibt Leute, die rennen hier auch durch die Straßen und sowas alles, aber ich warte einfach ab. Ha? Keiner hier? Niemand muss sich ausruhen. Alle sind voll glücklich. Ich wäre nicht so glücklich an eurer Stelle. Die Frage ist, wo sind die denn jetzt alle? Warum muss ich mich wirklich hier rausbewegen? Das ist meine sichere Nische hier. Oh, da sind sie. Da kommen sie. Okay, dann kommt her. Vielleicht muss man die manchmal anlocken. Ich bin ein bisschen ängstlich, was das angeht, weil... Wer gibt schon seine gesicherte Position auf, gerade bei einer Belagerung? Ah, so, jetzt können wir ein bisschen rasten. Und dann locken wir sie auch so an, indem wir einfach rasten. Und da sind auch schon die Riesenorks. Gut, dass Paulson hier als Lockvogel agieren kann, weil er so geschwächt ist. Und deshalb können wir überhaupt rasten. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, hallo, Riesenork. Hast du wieder grün Blatt gefressen, oder? Oh, da kommt ein zweiter. Oh, oh. Das hören sie wohl nicht so gerne. Okay, rasten. Paulson, total blutig. Okay, ein bisschen heilen werde ich ihn. Damit er nicht ganz zermatscht dasteht gleich. Und noch mehr Kämpfer. Ich finde das cool, dass sie so ein Skelett da mit roten Punktaugen da auf der Brustplatte haben. Und vollkommen gepanzert sind sie auch noch. Also cool ist das ja schon irgendwie, muss ich sagen. Kriegt mein okay. Von coolem Design. Ah, vielleicht sollten wir Paulson mal den Dolch geben. Vielleicht trifft er damit besser. Ja, auf jeden Fall. Oh. Auf jeden Fall. Gut. Du bist jetzt der Dolchmann, Paulson. Ein harter Kampf steht uns bevor gegen zwei riesen Klopp-Orks. Weil die irgendwas gemacht haben jetzt. Die gebrüllt. Ah, nee, das war. Ah, das war jetzt hier unser super Dolch. Hier, wollte ich schon sagen. Unser. Hammer. Unser Donner. Minotauren-Hammer. Und da war er wieder. Aber der hat irgendwie keinen Schaden gemacht. Eigentlich soll er dann dreifachen Schaden machen, aber er hat irgendwie gar keinen Schaden jetzt gemacht. Also von daher. Bin ich ein bisschen verwirrt. Was es damit auf sich hat. Hä? Niemand mehr da hier? Was soll das? Waren das alle? Das kann ja gar nicht sein. Haben wir die Straßen schon gesäubert von einem Ungetier? Ne, hier sind noch welche. Okay, ist auch eine gute Nische. Sonst könnte man sich nämlich in die Häuser zurückziehen. Und da war wieder... Bakata kann ziemlich gut mit dem Donnerhammer umgehen. Paulson ist damit schlecht. Der trifft damit ja gar nichts bisher. Also von daher weiß ich nicht, warum wir... Ah, ich lasse Paulson noch ein bisschen leiden. Damit ein bisschen... Die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir auf einen Gegner treffen. Aber nö. Wo sind hier die letzten Verteidiger oder Angreifer von The Dark Army? Wir brauchen Eric und seine White Army, brauchen wir gar nicht. Wir haben... Wir sind die Drei-Mann-Armee von Wyvel. Die Verteidiger von Wyvel. Sind sie vielleicht noch im Stadttor? Nee, da ist nichts mehr. Können wir denn hier jetzt rausspazieren? Geht das? Ist ein bisschen merkwürdig, aber... Tatsächlich, wir können's. Was passiert, wenn wir wieder reingehen? Der Kampf geht einfach weiter. Aber da sehe ich sie. Okay. Okay, wir sind eingesperrt, aber wir sollten es auch so schaffen. Auch wenn er so
wie ein Anführer aussieht. Kriegt ihr doch ordentlich eins auf den Deckel. Ah, sind stark, aber nicht so stark. So, war's das? Die haben sich wirklich überall hier in der Stadt versteckt, tatsächlich. Ah. Jetzt muss ich den Rest noch suchen. So scheint es mir. Aber irgendwie ist es auch ruhig geworden hier, oder? Dann kommt mir das nur so vor. Was denn mit Jaren? Geht's dem gut? Ah. Ein ganzer Haufen im Anflug. Okay. Klopperei hier in den Gassen. Zum Glück kommen die dahinter nicht hinterher. Kann ich trainieren. Ah, dreifacher Schaden. Aber war jetzt nicht so viel mehr. Ja, nochmal dreifacher Schaden. Conrad ist verwundet. Oh no. Heiler, heil dich selbst. So, von hinten ist nichts gekommen. Nee. Gut. Dann rasten wir und... Ja, hier ist noch einer. Ja, der hat uns aus der Ferne tatsächlich angegriffen und aufgeweckt. Genauso wie dieser hier. Taurengebrüll, bitte. Ah, er ist zäh. War's das? Zumindest ist in dieser Ecke jetzt wieder Ruhe von der Stadt. Wir müssen jedes Viertel säubern. So, gut. War's das? Ne, hier sind noch welche, die uns noch gar nicht entdeckt haben. Ich gucke immer, ob sie auch von anderer Seite kommen. Aber das sieht nicht so aus. Ja, The Dark Army fährt hier alles auf. Ich finde das aber nur interessant, dass die ja keine normalen Orks mehr in den Kampf schicken. Entweder bilden die dann bloß noch die Nachhut. Generell, oder... Warum stehen die eigentlich alle mit dem Kopf... Warum gucken die alle nach Norden? Die scheinen mir ein bisschen verwirrt zu sein, die armen Orks hier. Stecken auch alle auf einem Flecken fest. Hässliche Schweinskerle sind das. Volle Heilung für alle, bitte. Was soll ich auch mal sagen? Autsch. Ich mache ein bisschen Platz. Vielleicht greifen mich dann nur noch zwei davon an und nicht alle vier. Weil ich glaube fast, wenn die alle auf einem Fleck stehen, dann können mich alle auch angreifen. Aus irgendeinem Grund waren sie alle zusammengefercht auf dem einen Feld. Was eigentlich nicht passieren sollte. Aber dann natürlich doch passiert. Und seht ihr, da ist einer aufgetaucht aus dem Nichts. Und noch ein paar mehr. Als würden sie alle aus dieser Ecke kommen. Sehr, sehr informativ. Von hinten kommt keiner. Gut. Paulsen, bitte heilen uns alle. Ah, dreifacher Schaden. Wäre nur schön, wenn das auch mit dem Grundwurf viel Schaden wäre. Oder wenn überhaupt Schaden gemacht wird. Aber seht ihr, die kommen da aus dem Nichts. Das hier ist die Nische, aus der sie kommen. Wo ist denn das hier auf der Karte? Eigentlich direkt neben Garen. Oder neben dem Stadtrat. Da kommen sie alle her. Sehr informativ. Oh, von hinten auch nochmal. Okay. Autsch.
wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde mich wahrscheinlich in ein Haus zurückziehen. Denn mir geht meine Magie zur Neige. Aber wohin? Ja, vielleicht dahin, wo ich ursprünglich mal hin wollte. Wenn hier nicht alle Wege verstopft sind. Oh, das sieht sehr verstopfend aus. So, und rein hier ins Haus und sie werden mich nicht finden. Von wegen in Ruhe rasten. Eieiei. Aber seht ihr, das ist das, was man dann vielleicht dann doch mal machen sollte. So, nochmal raus ins Gefecht. Was für ein Kuddelmuddel da draußen auf einmal. Jetzt kommen sie alle, jetzt kommen sie. Aber das wird ihnen nicht helfen. Nicht gegen die Dreierbande des Todes, wow. Muss Bakata dringend in Magie belehren hier. Oh. I hear the sound of orc retreat horns. The battle has been won. Oh, das ist schön. Ah. Kriegen wir den noch tot? Also noch die die Überreste der Armee, die jetzt sich aber langsam schon wieder auf den Weg zurück machen. Oder? Ist hier noch einer? Ja. Ein paar sind hier noch. Aber es gibt bestimmte Stellen, wo sie eindringen. Das sind so Spawn-Punkte, sind das, glaube ich, einfach. Und danach bewegen die sich eigentlich erratisch über das Ganze, über die gesamte Karte. Problem ist nur, ja, manchmal hocken sie auch einfach nur auf der Stelle rum. Und dann gibt es da so einen Stau, weil die einfach alle festsitzen dann. Weil die anderen haben sich nicht so schnell wegbewegt und das Spiel lädt schon wieder neue Charaktere rein. Aber die sind, da ist kein Platz mehr eigentlich dafür und dann hängen die alle auf einem Haufen. Und deshalb standen die wahrscheinlich in der, die Riesenorks da in einer Ecke so alle dumm rum, weil sie, ja, nicht wussten, wo sie sonst hingehen sollten. Sie waren einfach hier, das Spiel hatte sie vergessen. So, und jetzt wird nichts Neues respawned. Aber seht ihr? Und hier ist jetzt auch keiner mehr. Ich denke mal, die werden sich entsprechend verteilt haben in den Straßen. Ja, hier ist noch einer. Tatsächlich. Also jetzt beginnt tatsächlich die Säuberungsaktion, wenn man so will, von Weibel. Das hilft alles nichts. Blitzschlag. Oder Feuerball. Ich würde den Feuerball gerne mal öfter mal einsetzen. Bakata muss wirklich Magie lernen. Das kann ich ja gar nicht haben. Aber das war ein klassischer Satz mit X. Und obwohl die eigentlich zum Rückzug geblasen haben, sind immer noch, ist noch immer alles voll. Da sieht man, was sie eigentlich damit meinen. Die meinen nämlich nicht, dass keine Gegner mehr da sind, sondern dass einfach nur das Respawnen aufhört. Und unser Freund Paulson könnte bald vielleicht schon mal aufsteigen. Mit seinem Level. Wenn er nur mehr Schaden machen würde. Er macht durchschnittlichen Schaden, würde ich sagen. Also war schon mal besser, war schon mal schlechter. Ich könnte natürlich auch der Zweihänder geben. Das ist besser. Dann dürfte er bald aufsteigen. So. Und hier ist auch so eine Spawn-Ecke. Seht ihr das? Da waren auch wieder drei Stück auf einem Feld. Das ist eigentlich, soweit ich weiß, nicht möglich. Oder zumindest sehr ungewöhnlich. Ende. Mit Dolchen, Hämmern und Schwertern. Paulson mit einem Zweihänder. Das ist ein cooles Bild in meinem geistigen, von meinem geistigen Auge. Weil er eigentlich ja schon alternder Schmied und Ritter ist.
Und mit so einem Zweihänder sieht er dann besonders fetzig aus. So ein Conrad mit so einem Dolch. Ja, Bakata da natürlich mehrere Sachen gleichzeitig schwingt. Und hier, schon wieder so ein Stau. Aber nicht auf der Seite. Und hier sind dann wohl die Soldaten einfach nur gespawnt, diese hier. Irre. War's das jetzt mal? Vielleicht finden wir noch ein paar Überreste. Aber hey, da ist eine Nachricht an der Tür. Wieso? Was ist los? Hey, a note from Jaren. Ah, immerhin hat uns was da gelassen. Jaren has locked us out. Er hat uns ausgesperrt. Ah, das ist ein bisschen Vorurteil. Voreilig. Dawn, Wyvil is under attack. Ja. Someone has stolen my key. Na toll. I suspect the thief has sought refuge in the Catwalk Caverns. Mm. A passage may exist near Bruno's lodge, Jaren. Ah, okay. Immerhin gibt Jaren uns den Hinweis. Let's find those caverns then. Perhaps Nathaniel will be there to lend assistance. Ja, wie auch immer du da jetzt drauf kommst, Bakata, denn Nathaniel ist jetzt nicht gerade präsent gewesen in den letzten Stunden oder Tagen oder was auch immer. Das halte ich dann doch für etwas mehr Wunschdenken. Was sagst du eigentlich dazu? Have you a need for my stock? Ah. We'll browse a bit again, if you don't mind. Good luck and happy hunting, my friends. Hm, dem scheint das Ganze nicht viel auszumachen, dass hier gerade voll die Mega-Belagerung in den Straßen unter am Gange war. Ist irgendwie so, wahrscheinlich ist ihm das auch schon egal. Treu nach dem Motto, was geht mich das an? Hey, du bist Bürger der Stadt. Du musst ein minimales Interesse zumindest suggerieren an dem Schicksal deiner Weg- und Weggefährten und Landsleute. Aber nö. Dafür ein... Jetzt. Ich glaube, wir haben soweit alles durch. Ja, und Geron sagte, in Brunos Gasthof, da sollte es vielleicht einen Geheimgang geben zu den Katzenstiegen, die sich ja, wie wir aufgrund der Historienlektion von diesem einen Typen da schon wissen, ja unterhalb der Stadt befinden. Oder zumindest ganz in der Nähe. Und ja. Dann heißt es eigentlich nur noch rein da. Oder den Durchgang entdeckt. Tja. Auf zu Katzen. Auf zu Katzenstiegen. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lands of Lore, The Throne of Chaos. Ich bin GBF Arcadalmeister und sage bis dahin.